Keine Gurken, keine Salate, keine Tomaten, keine Schnitzel. Das gilt immer. Wir waren schwierige Zeiten. Schlüsse der Arme stehen. Was geht Quelle? Etwa 7 Jahre. Umfasst 15% ins Minus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rockband statt Orchester, alte Kartons statt Theaterbestuhlung, Happening statt Handlung. An diesem Abend ist in der Hamburger Opera Stabile vieles anders, als man es sonst kennt. Wenn die Tür zuschlägt, hat das Publikum das Gefühl, mehr in der Falle als im Theater zu sitzen. Herzlich willkommen, wir sind daheim. Es geht um Menschen auf der Flucht. Doch wovor man flieht, lassen die Autoren offen. Eine akustische Collage aus Nachrichten und Werbung erinnerte deshalb vor Beginn an aktuelle politische wie wirtschaftliche Ereignisse und steigert diese zu einem medialen Input-Overkill. Fukushima, Sommerrabatte, islamistischer Terror, Smartphones, nervöse Finanzmärkte, das Wetter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine dubiose Frau bietet ihre Hilfe an, angeblich um die Flüchtenden vor einer Katastrophe zu retten. Draußen tobt Chaos, drinnen sei man sicher. So lautet die erste Botschaft ans Publikum. Sie verriegelt die Tür und die Geretteten sind Gefangene. Alles ist Bühne und der Zuschauer sein eigener Darsteller, der, vorerst mit sich selbst allein gelassen, eingeschlossen und etwas unentschlossen zurückbleibt. Wie lange wir verbleiben müssen? Lange. Eine Frau und zwei Männer treten aus dem Publikum heraus, sprechen für alle. Nach einem kurzen Moment der Verunsicherung drängen sich sofort überlebenswichtige Fragen auf. Gibt es Essen und Wasser? Aufgrund der Aussichtslosigkeit der Umstände trifft die Frau eine scheinbar vernünftige Entscheidung. Hierbleiben, abwarten und sich die Situation so erträglich wie möglich machen. Die beiden Männer versuchen anfangs, den harmoniegetränkten Pragmatismus der Frau durch Flucht zu unterlaufen. Aus den nach und nach ausgepackten Kisten tauchen allerhand skurrile und seltsame Dinge auf, mit denen man sich die Zeit bis zur endgültigen Rettung irgendwie vertreiben könnte. Trotzdem kommt Langeweile auf, die plötzlich in umso übermütigere Annäherungsversuche der beiden Männer umschlägt. Hier greift die Hausmeisterin unvermittelt von außen ein und gebietet Ruhe, Anstand und Ordnung. Die eben noch heitere Atmosphäre schlägt abrupt in das befremdende Gefühl um, überwacht zu werden. Der Befehlston der Hausmeisterin macht die Kellerinsassen fühlsam. Durch ein rostiges Rohr, das laut Libretto die einzige Verbindung nach außen ist, tönt nicht nur ihre Stimme, sondern wird plötzlich auch Nahrung geschickt. Danach folgt, abermals unvermittelt, Nachtruhe. Doch die Frau kann nicht schlafen und versucht mit der Hausmeisterin Kontakt aufzunehmen. Diese rät ihr, sich in einen der beiden Männer zu verlieben und zugleich beide in sich verliebt zu machen. Spätestens in dieser nächtlichen Szene offenbart sich der wahre Charakter der Rettung. Die Hausmeisterin benutzt ihre Opfer für ein Experiment, das zugleich eine Liebeserklärung an die emotionale Kraft der Oper ist. Sie lässt die erotischen Träume der wie Marionetten führbar gewordenen Figuren erwachen und initiiert den schon längst erahnbaren Dreieckskonflikt, der operntypischer nicht sein könnte und in der offenen Rivalität der beiden Männer gipfeln wird. In ihrem Verlangen nach Liebe
verwandeln sich die namenlosen Flüchtlinge, ihrem Charakter und ihrer Stimmlage entsprechend, in drei archetypische Opernfiguren. So wird der Tenor zum Lohengrin, der Bariton zum Falstaff und die Sopranistin erwacht als Sophie von Faninal. Nach ihrer nächtlichen Metamorphose leben sie weiter in neuer Gestalt, während die Hausmeisterin nun wie eine Regisseurin immer öfter durch Anweisungen in das bunte Treiben eingreift. Wir sind daheim, so soll es sein. Dieses Wir holt den Zuschauer zurück aus der Betrachtung in das Gefühl, mit eingeschlossen zu sein. Das ironisch komponierte, seitenlange Konzertieren des Stücktitels ist einer der vielen Momente, in denen die Inszenierung das Spiel bricht und die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit aufhebt, um dem Ablauf der Partitur den Anschein eines spontanen, kollektiven Happenings zu geben. Was danach folgt, ist konsequente Operndramaturgie. Tenor und Bariton veranstalten ein Wettsingen um den Sopran. Und da dieses noch keine befriedigende Lösung bringt, folgt der abschließende Kampf der Kontrahenten. Wobei folgerichtig der eher behäbige Falstaff dem strahlenden Schwanenritter unterliegen muss und einen ambivalent ariosen Theatertod stirbt. Der Tod des Baritons ebnet den Weg zur ewigen Harmonie. Sopran und Tenor dürfen nun zueinander finden. Nicht zufällig holt die Hausmeisterin an dieser Stelle den Gral als Sinnbild ewiger Labung aus dem Kühlschrank. An dieser Stelle weist jedoch der pathologische Charakter des Raumes bereits längst darauf hin, in welchen Teufelskreis das Publikum geraten ist. Endstation Oper. Oder doch nicht? Ein Finale, zudem als Happy End, würde Stillstand im Kunstlabor bedeuten. Daher unterbricht die Hausmeisterin und bringt einen neuen Bariton ins Spiel, damit die so oft totgesagte Kunstform Oper weiterleben und sich ständig neu erfinden kann. Sie schickt einen willkürlich ausgewählten Zuschauer auf die Bühne, der nun die vakante Position übernehmen soll. Versucht, euer Niveau zu halten, ist ihre letzte Anweisung, bevor sie die Tür wieder verschließt. Das Spiel könnte weitergehen, bis keiner mehr übrig ist.